Ne? So verbringen wir unsere Zeit, wenn man mal arbeitet. Und das ist einfach momentan richtig schön. Und das möchte ich so beibehalten. Ihr wisst. Hallo zusammen. Ich wollte mir gerade ein Tee machen. So starte ich heute mein Video. Ich muss erst mal gucken, wie viel Uhr wir eigentlich haben. Zwölf. Oh, ich dachte, wir hätten früher. Die Zeit mal rennt. Also ich habe heute schon viel gearbeitet. Ich habe ganz viele Babyfiguren modelliert. Wirklich ganz, ganz viele. Ich habe die anderen schon weggeräumt. Ich habe jetzt hier noch vier. Moment, ich drehe die Kamera einmal um. Tada! Der ist ganz nackt. Ja. Die bleiben jetzt auch hier noch stehen. Die werden wahrscheinlich heute noch abgeholt. Also seitdem wir wieder zurück sind, bin ich ja fast nur noch am Niesen. Oh, Mensch. Es ist halt hier kühler wie in Portugal, ne? So. Dann mache ich mir mal einen Tee. Ich trinke jetzt hier diesen Tee vom Action. Hatte der Carlos sich ja ausgesucht. Und muss sagen, der schmeckt mir wirklich sehr gut. Nach Zitrone. Nur nach Zitrone? Ich weiß gar nicht. Naja, dann brauche ich eine Tasse. Welche Tasse nehmen wir? Hier die tolle Tasse. Da sind meine Nichten drauf. Das habe ich mal geschenkt bekommen zu Weihnachten. Kann das sein? Ich meine ja, zu Weihnachten. Eine ganz tolle Tasse. So. So, dann nehmen wir das mal mit rüber. Ach, ich muss euch mal meine Butz zeigen. Total verrückt. Wisst ihr eigentlich, was Butz bedeutet? Zeige ich euch gleich. Die Kölsche Jecken unter euch, die wissen das. Das war jetzt die andere Tasse, das ist nämlich schon mein zweiter Tee. Ich wollte nur kurz hier alles fertig machen. Ich wollte nämlich gleich noch am Laptop was machen, denn ich oder wir brauchen was. Und zwar ganz dringend, damit es auch wieder hier weitergeht, damit es vorangeht. Also Butz heißt Hose. Und zwar habe ich meine Weihnachtshose an. Tatsächlich. Total bekloppt, aber irgendwie dachte ich mir, also das ist meine Pyjama-Hose, beziehungsweise eigentlich Haushose oder Hausanzug, ziemlich ein Anzug, habe nur, hab nur das Oberteil nicht an. Und ich dachte mir nach dem Duschen gestern, mir war ja so kalt, ziehst du das auch mal an und schläfst damit. Ich habe tatsächlich mit der Hose heute geschlafen, denn danach war mir dann doch wieder warm. Und jetzt laufe ich mit der Hose hier rum. Ja, Weihnachten ist noch nicht, ne? Dann bin ich mal hier am Laptop und ich muss gucken, wo ich meine Kamera abstellen kann. Das ist ja immer so eine Sache, ne? Da habe ich ja immer hier so einen Karton oder zwei extra für die Kamera. Denn ich habe ja oben ganz viele Sachen, vor allem ganz viel Kleidung. Und ich möchte da ja oben weitermachen, beziehungsweise ich habe gestern Abend oben ein bisschen was getan. So, bleibt das stehen. So, ein bisschen was getan. Und ja, ich habe oben, ihr habt das auch schon gesehen, ganz viele Säcke, Tüten, wo ich Klamotten drin habe von den Kindern. Und was ist dann noch? Schuhe. Weiß gar nicht, was noch. Ja, dann Ostersachen und Weihnachtssachen. Aber das habe ich tatsächlich in Kartons. Und von den Kindern Sachen, teilweise in solche Tüten, also in solche feste Säcke, sag ich mal, die halt nicht so schnell reißen, und ein Teil in Kartons. Und die müssen ja sowieso jetzt alle runter, damit wir oben weitermachen. Ja, ich brauche halt Platz. Zeig euch gleich, was ich oben Abend da gemacht habe, also nur wirklich ganz kurz. Genau, und jetzt brauche ich solche Boxen. Ihr wisst ja, diese großen, durchsichtige Boxen, die ich immer bei Ikea kaufe. Und ich meine, für eine Box habe ich
12 Euro bezahlt, kann das sein? Ich glaube 8,99 Euro. Auf jeden Fall ist es bei IKEA so, du zahlst die Box, dann zahlst du den Deckel separat und diese Clips-Dinger, versteht ihr, was ich meine? Zum Clipsen, so vier Teile, die zahlst du auch nochmal extra. Ich glaube, zahlst du auch nochmal 1 Euro. Und insgesamt bin ich dabei 11, 12 Euro für eine Box. 60 Liter. 60 Liter wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte lieber kleinere Boxen haben. Sagen wir mal die Hälfte, sagen wir mal jetzt 30 Liter. Muss ich aber dann gucken, was ich denn jetzt wirklich für welche nehme. Ich gebe hier schon mal IKEA ein. IKEA. Ja. Ist es dann sowieso nochmal günstiger. Ich wollte aber jetzt nochmal vergleichen, denn ich weiß, als wir nach Portugal geflogen sind, in dieser Woche gab es bei Action im Wochenangebot diese Boxen. Und leider war ich aber nicht hier, sonst hätte ich diese gekauft. Diese Boxen waren im Angebot richtig günstig, ich glaube 5,95 Euro oder was. Und da war auch der Deckel schon dabei und dieser Deckel hat halt auch diese Clips. Genau, und das ist es, ne? Mega günstig und ist mir auch tatsächlich viel lieber, alles zusammen zu kaufen, als wie diese Clips und so alles einzeln. Wobei, wenn was kaputt geht, ist es dann doch besser. Die andere Variante, wenn du alles einzeln nachkaufen kannst, ist eigentlich auch mal das, was ich bei IKEA so bewundere, so voll cool finde. Weil tatsächlich mal was kaputt gegangen ist und dann konnte ich genau diesen einen Teil kaufen. Luisa ist wach. Zu Luisa gehe ich jetzt gleich. Ich komme sofort, Baby. Ich habe jetzt tatsächlich bei IKEA was mit Deckel gefunden, also schon im Preis. Also eine 45 Liter Box kostet bei IKEA jetzt. Die haben halt diese zwei verschiedene, wo du auch den Deckel und den Clips dazu zusätzlich kaufen kannst. Diese hier ist mit einem Deckel transparent. Maße, denke ich jetzt mal, für die auch da Interesse dran haben, 57 x 39 x 28 kosten 8,49 Euro. Der Preis geht, ja, ist okay. Allerdings brauche ich davon 5 oder 6 Boxen. Ich müsste nochmal hochgehen und mir mal so ein Bild machen. Jetzt gucken wir bei Action. Moment, ich muss wieder zurück. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Ach cool, ich sehe gerade nämlich, bei IKEA gibt es wieder die Adventskalender. Oh mein Gott, ich muss zu IKEA. Die Schokolade schmeckt so gut. Und du hast 2 Gutscheine drin. Du zahlst 12,99 Euro oder was. Hast mindestens insgesamt 10 Euro Gutschein drin. Das heißt, für die Schokolade zahlst du 2,99 Euro. Und du könntest in den Gutschein noch viel mehr Geld drin haben. Richtig lecker, die Schokolade. Okay, Action. Action. 45 nicht, aber eine vergleichbare 40 Liter, die Iris-Aufbewahrungsbox. Maße 55 x 40 x 24,7 und kostet 5,72 Euro. Ja, fast 3 Euro weniger. Wenn man 5 Stück kauft oder 6, sind das schon 15 Euro, die man weniger bezahlt hat. Und ich glaube, das macht reicht voll aus. Weil diese Boxen kommen wahrscheinlich ja danach am Ende sowieso wieder hoch. Daher muss das jetzt nichts irgendwie Besonderes sein. Es geht darum, dass da halt kein Staub reinkommt und sowas. Okay, das heißt, ich muss einmal zu IKEA. Wegen dem Adventskalender auf jeden Fall. Und schon wieder zum Action. Ich war doch gerade erst bei Action. Der Carlos bringt mich noch um. Ne? Der sagt, Frau, willst du nicht ausziehen? Kann ich immer mit zum Action fahren. Oh Mann. Na Luisa, schon wieder zu Action oder was? Das kann doch nicht wahr sein. So, herunterfahren. Komm raus. Komm mal her. Meine Maus ist schon so groß. Upp. Hä? Was willst du? Alles gucken, anfassen. Ne? Upp. Oh.
So, dann zeige ich euch das da mal oben, bevor ich es vergesse. Ach, ich habe das hier gestern zugemacht. Mist. Ich gehe auch nicht ganz hoch, weil hier alles voller Staub ist. Ich drehe einmal die Kamera um. Ach, cool. Jetzt sehe ich das gerade selbst. Also ich habe ein bisschen versucht zu spachteln, wie man sieht. Muss noch geübt werden, aber langsam wird es. Richtig cool. Also ich freue mich wirklich, dass es vorangeht. Und es sieht echt cool aus. So, Schuhe wieder an. Ach, mein Tee. Ja, ich vergesse mal den Tee, ne? Und dann trinkt man den Lauch warm und nicht mehr heiß. Ja, dann trinke ich den jetzt erstmal. Das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Wir benutzen jetzt hier tatsächlich diesen Menü-Wochenplan von der lieben Michaela, habe ich den bekommen. Und bisher klappt das richtig gut. Allerdings machen wir das ja so, dass wir erst einkaufen gehen und dann nach dem Einkauf planen wir. Also nicht wie, sag mal, andere YouTuber das machen. Sie gehen, machen eine Einkaufsliste. Nee, sie planen eine Woche, machen die Einkaufsliste und gehen dann danach einkaufen. Wir nicht. Wir gehen spontan, also wir gehen einkaufen und kaufen spontan ein, sag ich mal. Das heißt Sachen auch, die vielleicht im Angebot sind. Und dann planen wir, ne? Was läuft zuerst ab? Also muss man gucken, dann Fleisch, ne? Wie lange ist das haltbar? Und so planen wir dann unser Wochenplan. Finde ich einfach viel besser. Und vorher hatten wir ja sowas gar nicht. Und jetzt seit Tagen klappt das richtig gut. Und deswegen werden wir das auch so beibehalten. Dann hatten wir gestern auch noch mit den Kindern gebastelt. Beziehungsweise die Kinder und ich. Wir haben so kleine Monster gebastelt. Und ich habe mir hier diesen Tisch jetzt hier hingeholt, weil wir ja noch keinen Schrank für hier haben. Und ich dachte mir, die Kinder wollen so gerne, also oft basteln bei uns. Also gerne im Wohnzimmer und nicht bei deren Zimmer, obwohl sie da ja auch einen Tisch haben. Und deswegen dachte ich mir, komm, machen wir das so. Und zum Beispiel heute habe ich ja gearbeitet, Figuren habe ich ja gemacht. Da habe ich die einfach kurz weggelegt, hier die Sachen, und habe dann hier gemacht. Und die hat also hier gearbeitet. Und die hatte halt viel mehr Platz, konnte die Luisa hier hinschieben. Das war richtig praktisch und deswegen bleibt das jetzt auch hier. Dieser Tisch hatte ich sonst immer in meinem Schlafzimmer und zwar immer zugehabt. Der ist von Ikea, ist ein ganz cooler, weil er so viele Schubladen hier hat, also finde ich. Und als ich meine erste Wohnung hatte, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren, habe ich mir den gekauft und das war wirklich ein sehr guter Kauf. Genau. Und in meinem Zimmer war halt diese Seite, also hier die war auch runtergeklappt. Das heißt, man hat nur dieses schmale Schränkchen gesehen und das ist halt dieser Tisch. Genau. Und den hatte ich halt da mehr, um ebenso meine Arbeitssachen draufzulegen. Bin ja froh, wenn ich oben fertig bin, damit ich mein Büro habe für die Arbeit, sowie auch für YouTube einen Raum und vor allem auch einen Abstellraum, weil ich habe so viele Sachen, allein die ganzen Kartons. Also hier fliegen ja immer so um die zwischen 200 und 500 Kartons. Auch wenn das jetzt keine richtig großen sind. Aber auch dafür brauchst du eben Platz, ne? Genau, so. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte ein bisschen Ordnung machen heute. Man sieht ja hier, ne? Ihr seht ja, da ist der Kinderwagen. Maxi Cosi gehört ja gar nicht hier hin. Und hier diese Schubladen wollte ich auch mal aufräumen. Mal gucken, was da alles drin ist, was weg kann an alte Papiere und so. Hier wollte ich auch mal reingeschaut haben. Sagen wir mal, ist soweit okay. Nichts Besonderes. Das ist ja so mehr Carlos-Ecke, ne, wo der seine Bücher hat und Konsolen und Spiele. Das lassen wir jetzt auch einfach so. Ne, Luisa? Luisa ist müde. Die Mama wollte sich da jetzt hinpflanzen. Und ein bisschen was aufräumen. Der Schnuller. Ja, warte, warte, warte. Da ist der Schnuller. Die Mama geht gleich ein bisschen aufräumen. Dann schiebe ich dich zu mir. Und dann macht die Mama das eben, ja. Und vorher gehe ich raus. Denn ich wollte euch zeigen, wie dieses ja, Loch ausschaut, wo der Pool drauf stand. Ist ja ein mega Loch geworden. Und ich habe halt die Erde
bisschen locker gemacht und dann habe ich, wie hier vorne auch, neuen, wie nennt man das, Rasensamen drauf gemacht. Und gestern hat es geregnet, das war sehr gut. Und ich würde sagen, das schaut ganz gut aus. Ja, gewachsen ist noch gar nichts, ne? Das ist ja gerade erstmal 2-3 Tage her. Aber das wird. Ich drehe mal die Kamera um. Also so schaut es momentan aus. Ich weiß, ganz schrecklich. Ja, das habe ich gemacht wegen den ganzen Vögeln. Die kommen hier hin und fressen die ganzen Samen auf. Und auf der anderen Seite, wo vorher auch so ein Loch war, sage ich mal, ist der Rasen schon richtig krass gewachsen. Da sind auch noch ein paar Lücken, wo man da noch ein bisschen was nachstreuen muss. Aber im Ganzen sieht es ganz gut aus und wir sind sehr zufrieden. Die wollten wir jetzt noch nicht schneiden. Wir wollten nämlich noch 3 Wochen warten. Mal gucken, vielleicht schneiden wir doch schon mal. Muss der Carlos entscheiden. Ja, Rosen haben wir auch noch ein paar. Ausgeräumt habe ich alles, weil es gar nicht so viele, ein paar Zettel, die waren schon so alt, die konnten jetzt in den Müll. Und ich habe noch 2 andere tolle Sachen gefunden, wollte ich euch zeigen. Achso, Spülmaschine wartet auch noch auf mich, denn ich habe extra, beziehungsweise Carlos, um ehrlich zu sein, hat die Spülmaschinentür aufgelassen, damit ich sehe, dass es auch ausgeräumt werden muss. Luisa habe ich in der Trage drinnen. Ich lege einmal die Kamera hier ab. So. Jetzt machen wir den aber ein bisschen zu, nicht ganz zu, sonst vergesse ich es tatsächlich. Also, was habe ich gefunden? Oh mein Gott. Dann mein Schwangerschaftstest. Wie cool ist das denn? Der hier war noch von Melina. Da habe ich allerdings kein Datum drauf geschrieben. Der ist positiv. Richtig cool. Und noch krasser, von Giano habe ich den auch noch. 3.6.2015. Heftig. So schaut dieser aus. Krass, oder? Das erste Kind, also ne, ich hatte 5 Schwangerschaften und zu allen 5 Kindern gibt es einen Schwangerschaftstest, was ich noch habe. Allerdings eins, was ausgebaut ist, weil ich dieses Streifen in den Buch geklebt habe. Jedes Kind oder jede meiner Schwangerschaft, habe ich ein Tagebuch geschrieben und da habe ich halt an dem Tag dann auch den Test, positiven Teststreifen reingeklebt. Und das war halt noch entweder ein erstes oder das zweite, was ich dann noch an dem Tag gemacht habe. Das von Luisa. Du lachst, wenn man dir über die Haare geht, lachst du. Auch sie hat eins in ihrem Heft, aber bei ihr habe ich auch so einen digitalen, habe ich bei ihr. Und da stand, ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr das noch, 2 oder 3 Wochen. Aber das war ja ein digitaler, also das verschwindet bestimmt nach einer Zeit, oder? Wisst ihr das? Wäre ja schön, wenn es bleiben würde, aber das kann ja nicht ein Leben lang bleiben, ne? Ist ja Quatsch, würde ich jetzt behaupten. Richtig cool, ne Schatz? Das waren so Momente, das waren Glücksgefühl-Momente, weißt du, Luisa? Das ist einfach, ja, schöne Zeit. So, die Spülmaschine, die werde ich jetzt auch noch machen. Machen wir erstmal alles hier oben raus. Die hat sehr gut gewaschen. Oder gespült. Wie ich sehe. Achso, wir haben auch jetzt hier diesen einen Tab. Diese Kapsel, wo ist sie? Die hat der Carlos benutzt. Ne? Die Maschine hat gut gewaschen. Das war so eins, was wir vielleicht erinnert ihr euch. Bei der M hatten wir das kostenlos bekommen. Da war auch nur ein einziges drin. Hat der Carlos gut benutzt. Auf jeden Fall gut gespült. Naja, bei so einer teuren Spülmaschine, da erwartet man ja auch nichts anderes, oder? Das ist so eine Smack-Spülmaschine. Die haben wir jetzt schon fast 7 Jahre, würde ich sagen.
oder 6 Jahre, irgendwie so im Dreh. Und bezahlt haben wir um die 1400 Euro. Also günstig war die ja nicht. Und wenn die schlecht spült, oh mein Gott. Weil wir hatten das ja vor kurzem, dass die mal einmal oder zweimal schlecht gespült hatte. Das war schon komisch. Oder haben wir halt die Spülmaschine, so einen Reiniger gekauft. Und dann war alles wieder in Ordnung. Na, Luise? Dann war alles wieder ganz normal, wie gewohnt. Auch hier diese ganzen Twist-Shake-Flaschen, die spüle ich auch hier in der Spülmaschine. Ja, eigentlich guckt man ja vorher nach, ne? Ob diese Spülmaschine geeignet ist, ist aber. Bin ich aber schon davon aus. Aber man weiß ja nie, ne? Ach so, ja, zu den Schwangerschaftstests wahrscheinlich fragt ihr euch, ja, Mary, kommt denn nicht noch eins? Weil ich mal in einem Video erwähnt hatte, jetzt oder nie. Und das war auch eigentlich tatsächlich so gemeint, weil ich zu diesem Zeitpunkt habe ich mich einfach nur, ich hatte Probleme, glaube ich, mit mir selbst gehabt. Und zwar Probleme, die ihr wahrscheinlich gar nicht versteht. Und zwar, heute geht es mir damit sehr gut, muss ich echt sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt, ich hatte einfach das Gefühl, die Zeit vergeht zu schnell. Man ist einfach nur alt und man ist alt für Kinder, weil die Zeit einfach so schnell vergeht und weil man das an sich sieht, am Gesicht, am Körper, diese ganzen Veränderungen. Und das war wirklich ein Problem für mich. Und dann habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, mit Carlos drüber gesprochen, mit einer Freundin und sogar mit einer Zuschauerin, die mir dann auf Instagram geschrieben hat. Und ich muss sagen, das hat mir so gut getan. Ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht und muss jetzt sagen, ich komme aus dem Urlaub zurück und muss jetzt sagen, zu dem Punkt, wo ich dann in den Urlaub geflogen bin, war ich wie ein anderer Mensch. Also, als hätte man ein neues Leben, wirklich. Es ist viel angenehmer, so zu leben. Man hat keine Angst mehr irgendwie so vor Veränderungen oder alt zu werden. Vielleicht denkt ihr jetzt gerade, Mary, was erzählst du dann für einen Quatsch? Ich glaube, man muss sich einfach in diese Situation befinden. Ja, mit diesem Altwerden. Ich hatte tatsächlich Probleme damit. Mit diesem Altwerden einfach, ja? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, neuester Stand. Ich bin 32 und denke mir, man hat doch noch Zeit, wenn man Kinder möchte. Ich glaube, jeder Mensch hat so, legt sich so eine Grenze bis dahin und dann nicht mehr. Und bei mir und Carlos war das tatsächlich immer die 30. Wir haben gesagt, bis 30 bekommen wir Kinder und dann nicht mehr. Ja. Ich sehe es aber, meine Eltern, die wollten auch, die hatten auch gesagt, bis 35 oder was. Wie auch immer, auf jeden Fall mit 40 hat sie dann noch meinen Bruder bekommen, ne? Okay, das hatte dann ganz andere Gründe. Also es war gewollt, so ist es nicht, es war ein Wunschkind, ne, aber ja, auf jeden Fall, jetzt aktuell, wir genießen die Zeit einfach mit Luisa, yeah Baby, ich genieße die Zeit mit Luisa, ich finde das gerade einfach schön, dass Luisa einfach die Mama voll für sich hat, auch wenn das manchmal nicht so scheint, weil wenn ich sage, ich gehe arbeiten und so weiter, aber ich stelle mich voll auf Luisa ein. Das heißt, heute Morgen, als sie geschlafen hat, habe ich modelliert. Dann habe ich sie neben mich gesetzt, habe ihr was in die Hand gegeben. Wir haben Kinderlieder gehört und ich habe gearbeitet. Sowas. Also und immer wieder mit Luisa, ne? Also Figuren gemacht, Luisa das gezeigt. Sie hat sich da eine weggelacht. Und ne? So verbringen wir unsere Zeit, wenn man arbeitet. Und das ist einfach momentan richtig schön. Und das möchte ich so beibehalten. Ihr wisst ganz genau, ich wünsche mir eine große Familie. Und ich hätte gerne noch einen kleinen Jungen gehabt. Für Luisa, ein Geschwisterchen. Ja, warum nicht? Aber heute und jetzt genieße ich einfach diese Zeit mit Luisa. Und um ehrlich zu sein, ich freue mich auch auf die Arbeit, wenn ich wieder in der Pflege arbeiten kann. Ich möchte mir jetzt noch ein bisschen, wie gesagt, für Luisa die Zeit nehmen. Und ich kann mir aber vorstellen, demnächst bald, ja bald, wenn es denn mit der Arbeit passt, sage ich, das muss man natürlich dann alles besprechen, dass ich dann bereit bin, wieder am Wochenende und Feiertage und so weiter
wieder in der Pflege zu arbeiten. Weil das ist der Beruf, den ich sehr gerne mache und auch sehr gut kann, würde ich behaupten. Und deswegen freue ich mich da auch nochmal drauf. Genau. Ich wollte staubsaugen. Und was ich zum Schluss noch gerne machen möchte, wenn es mit der Zeit noch passt, aber eigentlich schon, den Boden wischen. Dass wenn wir dann die Kinder geholt haben und wieder nach Hause kommen, dass der Boden trocken ist. Ne, Luise? Damit ihr den wieder schmutzig machen könnt. Also die Luise ist ja wirklich so eine angenehme. Das ist einfach zu heftig. Auch im Urlaub, ne? Die Leute haben gesagt, ja, was für ein sympathisches Baby. Es weint nie. Sie ist einfach unglaublich. Also einfach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ne, Baby? Du bist einfach gut. Hm? Du bist wie Mama, nur besser, ne? Wie Mama, nur viel besser. So, und dann räumen wir mal weiter auf. Ja, eigentlich ist sie ja müde. Aber ich glaube, das Einschlafen fällt ihr gerade so ein bisschen schwer. Keine Ahnung. Hm? Also sie schläft auch regelmäßig. Alle drei Stunden will sie auch was essen oder trinken. Ne, Luise? Zähne sind noch keine im Gesicht. Jetzt passt es dir nicht mehr, okay. Jetzt raus. Dann mache ich eben noch hier zu Ende und melde mich aber später nochmal. Die Luisa, die habe ich in ihr Bettchen gelegt. Habe die Trage aber extra noch nicht abgenommen, falls sie nämlich meckert und doch von Mama getragen werden möchte. Bist du nicht müde? Na, schlafen musst du auch nicht. Ich nehme das Bettchen mit. Na? Ich wollte mir ein bisschen was zu essen machen, vielleicht was Schnelles, was man im Backofen machen kann. Habe heute recht spät gefrühstückt, Müsli habe ich gegessen. Was esse ich? Come on, Bert, vielleicht, jo, das nehmen wir. Ich glaube, da sind nur noch zwei Stück drin. Ne? Ja, dann mache ich mir doch die eben schnell. Ist ja schnell gemacht und ich esse die so gerne. Oh mein Gott. Dann mache ich das eben. Also Essen ist drinnen und ich habe mich gerade richtig erschrocken. Du lachst. Sie hat sich gedreht. Leute, sie hat sich komplett gedreht. Sie lag auf dem Rücken und hat sich direkt auf den Bauch gedreht. Also wenn du solche Spielchen nachts machst, dann rastet die Mama aber aus. Kriege ich noch einen Herzinfarkt. Weißt du das? Sowas darfst du nicht machen. Ja. Ja, du lachst. Wie hast du das gemacht? Weißt du selber nicht, ne? Bald passt sie gar nicht mehr in hier in dieses Bettchen, ne? Weil, also, wie die das gemacht hat, weiß ich sowieso nicht. Aber wenn sie hier sich hochzieht und sich dann hier rüberschmeißt, oh mein Gott, hatte die nämlich heute Morgen, hier neben dem Sofa auf dem Boden hatte ich den Teppich gezogen. Dann habe ich da ihre Kuscheldecke, also zwei Decken noch drauf gemacht, dass alles schön richtig weich ist. Und habe sie mal da drauf gelegt auf den Bauch. Und da habe ich gesehen, wie sie ihren Popo so schön hochgehoben hat und die Beine eingezogen hat. Also ich hatte das Gefühl, sie wollte gerade krabbeln in dem Moment. Ich habe irgendwie gedacht, ist es nicht noch so früh? 5 Monate? Hallo? Luisa, wo ist mein Baby? Wir haben noch Zeit. Das war echt, also, ein gemischtes Gefühl. Es war erstaunlich, ich war überrascht. Ich hatte aber in dem Moment auch ein bisschen Panik bekommen, also Angst, weil ich einfach Angst habe, dass wenn ich da nachts schlafe auf meinem Bett, sie daneben, ich traue mich ja schon gar nicht mehr, mich umzudrehen. Versteht ihr, was ich meine? Mit dem Rücken zu ihr traue ich mich ja gar nicht mehr. Ich muss immer auf ihrer Seite, ganz nah an ihrem Kopf, damit ich sie höre und rieche. Dass, und wenn sie sich bewegt und wach wird, ne? Ich bin direkt wach. Also, das ist schon mal gut. Deswegen, aber wie du das gerade gemacht hast, ich war ja nur ganz kurz das in den Backofen machen, habe das Bettchen hier gelassen, das meine ich, ne? Und deswegen sage ich immer, die Luisa muss ich immer mitnehmen, da wo ich bin. Und dieses Bett, das ist total praktisch. Das kann man ja einfach so hinterher schieben. So. Ich beeil mich zwar dann immer, ne? Es waren bestimmt jetzt auch nur 5 Sekunden, wirklich. Es war, ne, Marathonlauf. Aber, krass, was in so kurzer Zeit passieren kann.
Ich habe dann halt immer Angst, dass sie sich da erstickt, ne? Ja. Weil sie eben noch so klein ist, nicht, aber jung ist, ja. Und wenn die sich auf dem Rücken, auf dem Bauch dreht und sie kann ihren Kopf nicht mehr halten und fällt dann aufs Gesicht und erstickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Luisa. Hm? Ja, du lachst immer nur. Du lachst immer nur. Hm? Ich hab dich so lieb. So lieb hab ich dich. So, dann esse ich jetzt gleich noch. Ach, hier ist noch was, was ich mit den Kindern gemacht habe. Das haben wir bei Action gekauft, vielleicht erinnert ihr euch. Im zweiten Haul, also beim letzten Video. Und die haben wir dann noch an dem einen Tag auch gebastelt. So schauen die aus. Und so Tierchen. Hier scheint die Sonne so sehr. Ne, das ist eine Giraffe. Das hat jetzt die Melina gemacht. Also richtig cool hat die das gemacht. Und der Giano, der kann ja sowas sowieso richtig gut. Da hat er ein Krokodil gemacht. Wie hübsch, oder? Also der hat da echt Talent für. Und mega viel Spaß. Und das ist die Hauptsache. Hat gekostet je 99 Cent das Set. Und die musste man dann die Teile ausmalen, ausdrücken und dann zusammenstecken. Richtig cool. Vielleicht kaufe ich da auch nochmal ein paar von. Ich weiß, die noch auf jeden Fall ein Wal. Nee, ein Wal war das nicht. Ein Hai, glaube ich. Bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall noch. Ah, nee. Ein Elefant. So war das. Ein Elefant. Und ob sie noch andere Tiere haben oder nur diese drei, das weiß ich nicht. Aber den Elefant hatten sie auf jeden Fall. Sonst kaufe ich wahrscheinlich zweimal den Elefant. Ist ja egal. Die Kinder haben da auf jeden Fall ganz viel Spaß mit. So, Essen ist in circa 10 Minuten, 10 bis 12 Minuten fertig. Na, Luisa, du gehst jetzt überall mit. Ich nehme die Luisa sonst immer überall mit. Egal wohin. Selbst wenn ich auf Toilette gehe, kommt die Luisa mit. Tatsächlich. So ihr Lieben, ich wollte das Video jetzt hier beenden. Hoffe, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.